Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jacked Aliens 3. In der letzten Folge haben wir den Epi überredet, dass wir unsere Moral steigern zum einen. Zähneknirschend hat er dann zugestimmt. Und in der... Wieso stehe ich hier eigentlich auf mehreren Körperpositionen? Und in dieser Folge müssen wir jetzt gefühlt ein paar Millionen Dinge erledigen. Weil wir haben nämlich mal geguckt auf der Kartenansicht. 25% haben wir erst erledigt, indem wir die 6 Leute da erschossen haben. Wir können aber hier noch auf Operationen klicken. Verletzung behandeln würde ich gerne machen erstmal. Warte mal, Ärzte. Bestätigen. Patienten. Er kann sich selber sogar behandeln. Okay. Grizzly nehme ich auch mal mit, ja. Und Frauen haben den Vortritt heute. I'll get right on it. Ich bin gleich dran. Das ist schon mal schön. Gebiet ausspähen ist jetzt die Frage. Das sollten wir... Achso, da brauchen wir aber einen für. Können wir da einen von dir nehmen? Nee, aber du kannst doch welche kaufen. Wir haben doch 40.000 Dollar wieder. Ja, aber deine können das machen. Soll ich mal... Ja, können wir machen. Soll ich den mal... Der hat zwar nur noch halbe Leben, aber das geht schon. Ja, aber ist ja keiner mehr da im Endeffekt, ne? Das Einzige, was ich jetzt noch nicht weiß, können wir das Ganze... Ach so, nee, das wird wahrscheinlich erst gestartet, wenn wir rausgehen. Das ist jetzt pausiert sowieso. Milizausbildung ist ja im Endeffekt das, was die jetzt wollten von uns. Damals, ja, der ist super für die Miliz... Das kostet uns alles? Mach mal nicht so... Ja, aber das ist unser Ziel, das müssen wir machen. Nee, warte mal. Ach nee, Söldner trainieren? Okay, nee, dann können wir ihn... Kein passender Söldner. Hä? Ich denke, das sind die Söldner. Dann halt nicht. Erholung und Entspannung wäre schön. Komm, wir stick... Ach nee, das sind Kosten. Die dürfen sich nicht entspannen, das kostet zu viel. Gegenstände reparieren. Hatte Steroid das? Ist nicht. Ja, eigentlich ist das ja der Techniker. Ach so, Gegenstand auswählen? Mechaniker. Oh. Kann der die Jacke machen, weil die ist nur noch 32%. Der Rest ist eigentlich nicht so, oder? Ich weiß nicht. Munitionsherstellung, Sprengköpfe, ist auch nicht schlecht. Wenn du weiter runter gehst. Kann ich nicht. Keine Hersteller verfügbar. Achso, wir haben keine für Gegenstände. Achso, oh, ich wollte eigentlich nicht alles. Aber naja, gut, okay. Machen wir mal. Hab ich mich jetzt erschrocken? So. Nein, das soll eigentlich nicht pausiert sein. Hallo, warum? Ach, jetzt. Du hast 8 Söldner. Fox und Igor in Fleck Hill sind eingetroffen. Ja, bringt uns ja reichlich wenig, wenn wir damit nichts machen können. Ernste Verletzungen senken die maximalen TP eines Söldners. Wunden können... Ja, ja, der ist ja dabei, die Wunden zu machen. Und wie lange dauert das jetzt? Kann man das jetzt hier irgendwie überspringen? Weil das scheint ja ziemlich lange zu dauern, oder? Oder macht er das nebenbei? Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, das macht er nebenbei. Gehen wir mal aus der Kartenansicht raus. Ja, hast du denn jetzt was Neues ausgewählt? Was ist denn mit dem? Achso, weil der jetzt die... Ah, warte mal. Wir brauchen noch diesen, das MG42 müssen wir noch finden. Das muss ja, ja, deswegen wollte ich jetzt, Aber wo ist das? E-Mail, Notizen, Trupps verwalten, Hilfeseite, Inventar. Deswegen sollte er eigentlich gespäht werden. Die Frage ist jetzt nur... Aber ich habe so verstanden, dass das irgendwo hier drin sein soll, ne? Well, you sure know how to handle those Legion thugs. Wish I could say the same about my husband. They waved their guns at him and he just tucked his chin and followed. Everyone's a hero in their own way. Just not everyone has my mighty biceps. Just look at them.
If he isn't kidnapped, he's going to wish he were dead when I lay my hands on him. Those Legion bastards came here and drank everything, and then they pushed my Herman outside and said they want to pay him for his services. I'm guessing that didn't mean they wanted to lay some cash on him. I am worried about him, but I have my doubts about this whole affair, I tell you. Ja, suchen oder retten? Das ist jetzt die Frage. Retten ist mit Sternchen, ne? Steht da irgendwas dran? Ja, wir versuchen ihn mal zu retten. Not to worry, lady. We'll save your little husband in distress. You're just saying that to comfort me. But in fact, he may be dead or worse. I'll bring him dead or alive. Alive is better. He may be fooling around with that little hussy Didi from the Emerald Coast. If that is the case, I'll kill him myself. Was Didi? Flittchen. Was Didi? Ja, so. Angeblich treibt sich ein kleines Flittchen mit Didi von der... Ja, frag mal nach Didi, wer das sein soll. Didi Bombastic. She's some kind of wild child who spends her days blowing things up and making explosives for the Legion. She's had her eye on my Herman for a while now. Wouldn't surprise me if she sent those thugs to kidnap him for her. An evil sorceress who kidnaps young men? I have heard of such things. Smaragdküste? It's a nice stretch of beach and sand dunes. Herman and I were planning to build a cottage up there, but we found out the place was littered with landmines. Minefields always make me so tired. And I'm sure it is all her doing, that harlot. Ist es. Aber frag noch mal nach dem Präsidenten. What president? Oh, come on, my man's missing. I don't care about politics. Ist ja okay. Willst du nichts drüber sagen? If Herman has been cheating on me, I want to be the one to kill him. Also ich habe noch ein paar Pistolen dabei. Ich könnte ja eine abgeben. Wo sind meine Männer? Aber haben wir jetzt eigentlich mit den... Warte mal, haben wir mit dem jetzt gesprochen? Mit dem schmieriger Basil hast du gesprochen? Ja, yeah, von dem haben wir ja die Aufgaben bekommen. Ja, der... Ja, der Basil, Herman, serve beer to the Legion. Like they were old pals. Yesterday I was fishing near the old fort, and those bastards up there started shooting at my boat. I heard them laughing while I was rowing to get away. Sorry about these Legion thugs, but when your country is named Big Dog, you expect to find some big fleas, n'est-ce pas? I heard there's some good scrap you can find out in the rust. This country needs strong leadership. I don't like guys who get kidnapped. I like the guys who do the kidnapping. Was sind das denn für Leute? Ja, aber wo kriegen wir jetzt dieses... Also es kann natürlich sein, dass... Ich glaube, das MG war woanders. Aber wie sollen wir das dann nach hier kriegen? Dem ich, das ist wahrscheinlich ein anderer... Warte mal, H2 sind wir ja gerade, ne? Ja, ich meine, das wäre bei diesem Kind, wovon die eben geredet hatte. Ich dachte, das wäre in dem Vor vielleicht. Irgendwo muss doch ein Vor sein. Irgendwie hat er gerade was von gesagt. Ich vermute eher, dass es da ist. Weil das M2... Ja, die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt... wenn wir jetzt da hingehen... Warte mal. Basil benötigt einen MG42, um den Sektor H2 zu beschützen. Aber das steht nicht... H2, Miliz, doch, Miliz müssen wir machen. Das ist das, was wir bezahlen müssen. H2, H3 im Bunker im Sektor von The Rust. Ah, da steht's doch. Okay. Befindet sich ein MG42. Also müssen wir auf jeden Fall zu H3. Wir müssen aber auf jeden Fall, und das macht mir Sorgen, weil das ist unser letztes Geld, die Miliz auch ausbilden. Ich meine, wir bekommen noch... noch 1000 im nächsten Quadranten, sag ich mal. Aber das ist natürlich nicht so toll. Nee, nicht Kommando. Milizausbildung. Jetzt ist... Ach so, die haben wir jetzt alle weggeschickt. Scheiße. H3 haben wir gesagt, ne? Ja.
Sektorversteck. Sind beschäftigt, dennoch verlegen. Ja, hm. Ja, wir können ja jetzt hier nicht die ganze Zeit warten, ne, bis sie da endlich mal... Da müssen wir halt mit halber Kraft da rein. Wie viel sind denn da drin? Warte mal, in H3. Ist unbekannt. Ich weiß, dass du erstmal um die Leute rumkommen kannst. Das sind so komische Typen. Wahrscheinlich diese unseriösen Söldner da. Du kannst vorher mit diesem Kind da sprechen. Ja. Das ist die Frage. Sollen wir da rein direkt? Weil ich weiß nicht, wie lange wir sonst warten müssen. Nee, komm, dann lass uns das probieren. Deswegen meinte der das mit dem Schiff übersetzen. Das, wir können hier rechts auch zu einer anderen Insel. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich dann später, oder nicht? If you need me, I will be reading my book. Ja? Jetzt, hast du es jetzt gemacht? Ja, du hast gesagt, ich soll es machen. Ja. Du kannst die Verteidigung eines Außenposten, was? Ich hab's nicht lesen können, keine Ahnung. Ja, auch nicht. Das ist immer so schnell weg. Ich hoffe mal, ich hab ihm jetzt auch wieder eine Waffe gegeben. Ja. Michael here. So, warte, bevor du dich irgendwo hin bewegst. Warum sieht das hier so anders aus? Wo sind wir denn jetzt hier? Kannst aber nichts machen, ne? Yes. Hä, wieso gehen jetzt vier Leute mit? Heute? Hä? Wieso hab ich jetzt dein MD auch bei mir Let's drin? Let's go for a walk. Ah, nee, das bist du gewesen. Ach man, das war aber komisch. Ich bin... Da bist du genau im gleichen Moment losgegangen, wie ich mit dem einen. Das siehst du mal, ne? On my way. Pass auf, hier müssen wir aufpassen. Oben sind die. Wieso können wir da jetzt nicht dran vorbei? Beim letzten Mal konnte ich da locker dran vorbei. Oder können wir hier links vielleicht rum? On my way. Das sah auf jeden Fall anders aus. Oh shit. Achtung da oben. Something to help us on our quest, perhaps? Fuck. Pass auf, das hier ist, glaube ich, das Minenfeld. Das ist das Minenfeld. Ne? Warte mal, ich untersuche das mal. We have agreement. Altmetall gefunden. Hä, wieso kann er das nicht untersuchen? With we have enemy. Huh? Das sind Gegner. Was ist denn jetzt los? Das sieht hier ganz anders aus hier. Wieso sieht das so anders aus? Das ist auch zwei Totenköpfe. Das ist schwer hier, ne, anscheinend, ne? Ja, ich verstehe das jetzt aber gerade nicht. Weil die Karte sah komplett anders aus. Die hier oben, die Typen, egal was du gesagt hast, die haben dich dann angegriffen. Und jetzt finde ich aber auch dieses Lager nicht von dem Kind. Also dieses Haus. Och nee. Okay, du bist irgendwo reingelaufen. I will survive. No great hero dies from wounds. Das ist nicht gut. Kann man hier einfach mal normal reinzoomen, ohne dass die Leute hier... Das ist ND. I am hurt badly. Moving, as of this moment. Ach, der kann jetzt nicht... Oh, willst du mich jetzt hier... Yes? Was? Feindliche Verstärkung? Wollt ihr mich hier veräppeln? Das wird jetzt wirklich ein Todesvideo. Ich merke das schon. Wieso kann die da nicht hin? Festnageln. This place will be my castle. Was hast du denn gemacht? Going there? Da. You mean right now? Also ich kann nichts mehr machen. Forward! Ich werde jetzt erschossen. Er hat mich noch nicht gesehen. Boah, was hat der für eine Knarre? Aber total ungenau. Okay, da hinten kommen zwei zu dir rüber. Drei. Ja, drei. Vier. Also insgesamt sehe ich hier fünf. Vier.
Oder habe ich die unten eben? Glaube ich doch hier nur. Blanquevue! Ach, da kommt noch einer. Hä? Oh, der geht jetzt auch nicht. Auch genau. Good position to shoot. Nein, das ist nicht dein Ernst. Wie blöd ist der? Der hängt quasi direkt daneben. Direkt daneben. Tolles Deutsch. Oh, ey. Alter, der geht mir auf die Nerven. Hier können sie nicht hoch, denke ich mir mal, wo ich hier bin, oder? Das heißt... Zack. Na, boah, ey, ich bin mich hier am Bewegen und der geht auf irgendwas anderes. Ah, they're all over me! Och, scheiße. This should do it. Der eine ist schwer verletzt, aber den kriege ich nicht mehr. The villain is helpless before me. Keine Möglichkeit mehr. Ich glaube, hier werden wir elendig. Ach, weil ich keine AP habe oder was? Wollt ihr mich hier... Ready to, do stuff. In 20 Sekunden oder wann auch immer kommt feindliche Verstärkung, wenn du nicht deinen Zug machst, oder? Das hat denen einiges besser. Ich hab gar nicht gesagt, die sollen schießen. Ja, aber da, wo sie schießen sollten, weil sich da einer bewegt, dann treffen sie nicht, oder was? Ja. Oh, ah, it hurts! It hurts! Der müsste doch down sein, der ist schwer verletzt gewesen. Ja, schwer verletzt. Das scheint die Unterstützung zu sein, oder? Let the Mater see my courage! Warum schießt meiner jetzt nicht? Weil die noch dran sind. Ja, aber der soll ja reagieren, der Idiot. Konzentriert seine ganze Aufmerksamkeit. Ach, der hat jetzt anscheinend Überwachung reingesetzt, ja? Das Symbol warnt dich davor, dass deine Bewegung... Okay. Also wenn du ein Ausrufezeichen drüber hast, vorsichtig sein. Das ist irgendwie mit der Sicht ist es ein bisschen seltsam. If I move, I will surely die. I have the villain in my sights. Die war... Die hat nicht so eine... Doch, die hat eigentlich eine hohe Trefferquote. Ach, von einer. One villain vanquished. Ich glaube, er ist tot. Ich sehe nichts, weil das ist... Oh, warte mal, zwei Fliegen mit einer Klappe. Nee, du hast zwei gestorben. Ja, zwei hast du erschossen. Woohoo! MD present. I can't do it. Maybe someone better than me should take this shot. Ja, du schaffst das schon, du schaffst das schon. Nein, er trifft den nicht. Was ist mit dem? Ich stehe jetzt so doof da. Oder auch nicht. Naja, und er kann natürlich nicht runtergehen. I am hurt badly. Ja, jammer mal nicht, du bist Soldat, ja? Also, Frage ist, kriegt er den einen, wenn ich hochgehe? I will shoot at enemy when available. Okay, du kannst noch irgendwas machen? Ja, ich weiß, dass Kräuter direkt vor meiner Nase sind. Ich kann die aber schlecht pflücken. Ich kann ja nicht sagen, wartet mal, Jungs. Direkt vor meiner Nase sind Kräuter, die ich mal eben haben möchte. Let the measure see our courage.
Nee, Totsalz sieht irgendein Major gar nichts mehr. Oh, fuck. Aber gut, mit einem MG nur 4 Punkte ist schon extrem schlechter Schütze, würde ich sagen. Ist auch nie tot. Wieso hat meiner nicht drauf reagiert? Jetzt kann er schießen, oder was? Hallo. Hallo? Ey, da kommt noch einer. Wie viel haben die denn noch hier? Das ist doch scheiße. Michael here. There you go. Er muss mit Aktion verbinden behandelt werden. Das kann ich aber nicht mit keinem anscheinend machen, weil ich das nicht habe. Was ist das denn hier unten? Achso, unterbrechen. Kann ich trotzdem dabei schießen? Ja. No great hero dies from wounds. Wir machen es mal so. No. Darf ich das auch mal einstellen? Ey, schieß die alle um. Schieß die alle um. Die treffen Hallo? Überhaupt nichts mehr. Ey, wieso darf ich jetzt nichts mehr einstellen? Nee, wie zu wenig AP? Ich will meinen Bereich einstellen. Ja, toll. Also die eine kann jetzt gar nichts mehr machen, oder was? Hä? Ready to, do stuff. Muss ich nicht verstehen, ganz ehrlich. Na toll, der hat noch... Ja, alle sind schwer verletzt oder fast tot, aber keiner krepiert mal von denen, ne? Nee, also Stephanie, no! Bitte bei mir auch sterben. Are not to die. Also this am is Boden all sein. Wrong. Kill them all and send them to hell. Ne, der hat nicht getroffen. Der hat nicht getroffen. Okay, aber der da hinten trifft. Aua. Du stehst auch ein bisschen weit weg von dem Ding, ne? Ja, ey, wieso ist das keine... Ja, natürlich alle treffen, aber wenn man selber trifft, dann brauchst du erstmal 6 Schüsse, damit ein Treffer geht, oder was? Also hier sind 4 Leute noch, das können wir, schaffen wir nicht. Da kommt schon wieder einer. Ach, da hinten ist noch einer. Hä, der schießt auf den Felsen? Was soll das denn? Feindlicher verborgener Zug, heißt was? Ey, der Typ ist fast tot, ja? Very ungern. Ja, ich weiß. Sehr ungern. Ach, das war's. Du, wieso sehe ich jetzt bei dir den Steroid, wenn ich jetzt hier bin? Das ist total... Warte mal, da sind die beiden. Ach, der Grizzly trifft überhaupt nichts. Was ist mit dem? Was ist mit dem falsch? Macht ihr das jetzt auch mal? Der hat nichts mehr zu machen, der kann nicht. Hä? Hallo? Wie zu wenig AP? Ich denke, die schießt jetzt. Michael hier. Hä? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht so wirklich gerade. Ich kann nichts mehr machen, ich habe jetzt 2. Auch ein Assist. Das Problem ist, ich kam von hier oben aus. Der eine ist fast tot, den kriegst du aber nicht. Ich muss Überwachung machen, weil ich niemanden direkt anschießen kann. Das ist das Problem. Shoot! Drag Och, da kommt noch einer. Back, ja, 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 genau. Ey, 14 abgezogen, trotzdem immer noch fast tot. Willst du mich hier veräppeln? Was tragen die bitte? Ja, das war der Grizzly. Ich bin komplett down mit allen. Let's move out! Das heißt, ich krepiere jetzt hier. Ja, wahrscheinlich.
Die hat auch den Schuss nicht gemacht, den sie machen sollte. Also das mit dem Festnageln bringt anscheinend gar nichts. Die schießt dann nicht. Die hat zwar so eine... Oder sie schießt vielleicht doch, aber erst irgendwie 3 Züge später. Okay. Yes? Achso, ich habe noch keinen ausgewählt. Schieße zu Beginn des nächsten Zugs auf das Ziel, um 36 Schaden zuzufügen. Aber der hat jetzt über 50 zugefügt. Wenn sich das Ziel noch immer an der Sichtlinie befindet. Ach so, wenn der außerhalb der Sichtlinie geht, nicht, oder wie? Pass auf. Ready to, do stuff. Kann ich hier runter? Wahrscheinlich nicht, oder? Guck jetzt mal hier hin. I guess. Du gehst dahin und überwachst hier alles. Talina hier. Und du versuchst das nochmal mit dem Festnageln. Cool, wenn die bis dahin schießen kann, okay, mal gucken. Ja, natürlich trifft der nicht. Warum sollte der auch treffen, wenn er mal schießt, ne? Boah, ey. Aber die treffen da oben auch nicht. Doch, die treffen dich. Boah, die haben Körper. Oh, die ist auch da. Eieiei. Die treffen dich. Super. Ja. Warum sollte ich die auch treffen, wenn sie mich nicht treffen, ne? Also, andersrum, warum, wenn sie mich treffen. Boah, ich wollte mit dem eigentlich runter zu dir, aber da hat sich jetzt unten natürlich einer hingeschmuggelt. Wenn ja, ich aber dich nicht jetzt auf der Seite des Minenfelds, da nicht. Nee, auf der Seite, wo deine Leiche liegt, da steht er doch direkt davor. Ach so, ja, aber der ist schwer verletzt, ne? Ja, Todeschance niedrig. So, Todeschance moderat. Also, du lebst ja noch, deswegen wollte ich versuchen, dich da irgendwie zu... MD present. Sure. Zu reparieren, wollte ich gerade sagen. Vielleicht ist der hier unten ein bisschen abgelenkt von dem. Hoffe ich zumindest mal. Hello. Das Problem ist, da sind so viele jetzt. Da kannst du gar nicht. Der kann kein. Achso, der hat Munition. Nein. Der muss nachladen und jetzt habe ich keine AP mehr. Ey, wie ich das hasse, ganz ehrlich. I will survive. No great. Die ist ja quasi schon tot hier. Ja, super. Nein, ich wollte doch rüberkommen. Von da hinten kommt einer. Oh, du bist so ein. Find a good position! Das kommen sie natürlich. Aber den da hinten? Das Problem ist, dass mein Mediziner natürlich scheiß Schütze ist. Der sagt immer, versucht doch jemand anderen zu finden, der diesen Schuss macht. Ja, aber der ist ja ganz nah dran. Der ist ja fast tot unten. War super, auch wenn ich nicht gesagt habe, dass er das so machen soll. Aber das war jetzt wirklich nicht schlecht. Ja, aber kann er den nicht nochmal schießen? Oder hat er wieder keine AP mehr? Warte mal, ich kann hier... Kann ich schon. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob der da hingeht auch wirklich. Moving toward destination. Da unten sind die zwei. Nee, Baba Yaga, not take me this fight. Das Problem ist, sobald du dich bewegst, hast du halt keine AP mehr. Hä, wieso hast du pausiert? Hallo? Entschuldigung, ich schieße dann. Was war denn das jetzt? Ja, kannst du den nicht mehr? Ach nee, oder? Ja, aber... Ich kann den nicht... ich kann mit dem gar nichts machen. Wieso kann ich mit dem gar nichts machen? Mit dem habe ich ja noch nichts gemacht. Also du musst auf den aufpassen, auf diesen MG. Viel zu wenig AP. Ich will überhaupt irgendwas mal mit dem machen. Der ist jetzt sonst tot. Wieso kann ich den jetzt nicht benutzen? In der Runde.
Ich habe nur die oben hier verstellt. Den habe ich ja noch nicht benutzt. Es ist doch wieder Beschiss jetzt, ganz ehrlich. May the angels guide you to your rest. Ich meine, klar, das entscheidet jetzt darüber, dass ich sterbe. So, weil die nehmen mich jetzt in die Zange, weil ich ja vorher nicht schießen konnte. Ja, Steroid ist auch verblutet bei mir gerade. Ja, das war der, wo ich ja eigentlich hin wollte. Und die anderen sind auch am Verbluten. Am Verbluten oder schon verblutet? Ja, die sind verblutet. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich richtig scheiße. Wenn du nicht wenigstens deine mein Baba. Ja, klar! Do not let Baba warum läuft der jetzt weg? My body. Warum ist der jetzt weggelaufen gerade? Keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht. Diese ganzen Movements finde ich teilweise schwierig. Jetzt hat er wieder keine AP, ich kann wieder nicht angreifen. Was soll das? Ja, aber das hast du das nicht gemacht? Nee. Mein Mauszeiger war die ganze Zeit hier unten. Ich habe nichts. Die ist jetzt quasi tot. Mit der kann ich nichts machen. Mary Unger. Und, das ist ein bisschen blöd. Aber ich verstehe auch nicht, dass das jetzt da so ein... Ja. Ja, aber warum übernimmt der PC das jetzt? Das ist doch bescheuert. Weiß ich nicht. Das ist ja der Grund, weshalb ich jetzt sterbe. Ich hätte mindestens einen mitnehmen können. Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Jetzt wird der natürlich erschossen, weil ich nichts mit dem machen kann. Ich habe keine Hände irgendwo dran. Wobei ich das eben auch schon nicht hatte, muss ich dazu sagen. Bis ich halt den Zug begonnen hatte. Ja, wie viel kommen da noch? Ihr braucht doch gar nicht so in Deckung zu gehen. Hier ist sowieso keine Gegner mehr. Gut, das hat er vielleicht gemacht, weil der hier drin steht. Das kann ich noch verstehen. Ja, warum rennst du auch da in die Ecke, du Vollpfosten? Ganz ehrlich. Also, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Jetzt bin ich wieder dran. Ja, aber der liegt ja. Der ist da und der Einzige, der noch steht. I will shoot at enemy when available. Ja, mit ihr kann ich ja nichts machen. So. Der stirbt jetzt eh, weil er zu blöd ist, dass ich da was mit dem machen kann. Er ist verblutet auch. Find a good position. Ja, natürlich triffst du jetzt nicht mehr. Natürlich trifft er mit einem Schuss voll durch und ich treffe erstmal dreimal daneben. Also, ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn ich verliere, ja? Und das ist mir jetzt schon öfter passiert. Wie gesagt, die erste Aufnahme, gut, da wusste ich jetzt auch nicht, wie was läuft und so, muss ich dazu sagen. Deswegen auch so dieses mit diesen Überwachungen und so, was für mich persönlich sehr wichtig ist, das zu wissen und machen zu können, das wusste ich nicht, das kann ich nicht. Wenn du dir die Folge anguckst, habe ich nie benutzt in dem Teil. Das heißt, das hat sich jetzt schon was verbessert. Wenn ich dann trotzdem das nicht schaffe, weil wie jetzt hier, keine Ahnung, fünfmal so große Übermacht ist oder sowas, das ist die eine Sache. Das ist dann scheiße, aber da kann man dann gucken, ob man vielleicht vorher woanders hingeht oder was weiß ich was. Aber warum machen die einfach was von selber? Ja. Die eine, die hat was gemacht, die ist, glaube ich, zur Seite gegangen oder irgendwas und hatte plötzlich keine APs mehr. Und ich denke, warum? Ich wollte da was mitmachen. Jetzt kann ich es nicht mehr, weil ich keine Punkte mehr habe. Und der Typ rennt einfach von links nach rechts. Ich meine, dass der auf den geschossen hat. Okay, das fand ich gut. Der hatte den... Down hat er den, glaube ich, nicht bekommen, der über ihm. Der war nur schwer verletzt oder sowas. Aber warum rennt er nach links, wo er überhaupt gar keine Deckung und nichts hat? Anstatt dahin zu laufen, also ich hätte jetzt gesagt, wenn ich den überhaupt bewege, was ich nicht gemacht hätte, weil ich hätte direkt auf den geschossen, dann wäre die Chance höher, dass der Typ sofort gestorben wäre. Der eine war ja, glaube ich, schon verletzt, meine ich, unten. Also der jetzt hier unten den Hang hochgegangen ist. Ich hätte direkt auf ihn geschossen. Das heißt, der wäre zumindest verwundet gewesen und wahrscheinlich einen Zug später dann auch weg gewesen, nehme ich mal an. Ich weiß jetzt nicht, wie stark seine Panzerung ist. Zumindest aber, wenn ich den bewegt hätte, hätte ich den nach rechts bewegt, dass ich da in diesem Schutzbereich von den anderen gewesen wäre. Aber der läuft einfach ein paar Schritte nach links. Hä? Mhm. Und warum? Ich meine, ich finde das Spiel echt cool. Aber warum zwingen die mir diesen Zug auf,
ohne dass ich das will. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, vielleicht haben die Leute, die zuschauen, sowas auch schon gehabt. Vielleicht wissen die auch, warum das so ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Auch insbesondere, wenn ihr das jetzt vielleicht schon mal öfter erlebt habt. Oder ihr könnt natürlich auch schreiben, wenn ihr das noch gar nicht gehabt habt. Ich verstehe es wirklich nicht, weil man konnte sehen, dass mein Cursor unten war. Der hat sich nicht bewegt und trotzdem, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was es war. Vielleicht ist es auch ein Nutzerfehler, dass ich da, keine Ahnung, 10 Züge vorher irgendwas angeklickt habe oder sowas. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Weißt du, dass du vorher irgendwas das gilt ja nur für diesen einen Zug normalerweise. Es gilt ja nicht für mehrere Züge, außer dieses Festnageln. Das gilt für 2 Züge, habe ich eben gelesen. Aber das kommst ist okay. Kommst du noch in die Karte rein? Nee, wir können wahrscheinlich, oder? Moment, wir können mal eben gucken. Weil ich denke mal, wir hätten dieses Gebiet nicht benutzen dürfen. Wir hätten doch anscheinend vielleicht weg auf die andere Insel. Das ist wahrscheinlich noch nicht für uns geeignet gewesen, weil das kam mir dermaßen schwer vor, ne? Weiß ich nicht. Ja, aber da war halt dieses Maschinengewehr, deswegen sind wir da reingegangen, ne? Ja, klar. Ich glaube übrigens auch, das Kind war hier unten bei I3, wenn ich so drüber nachdenke. Aber bringt uns zumindest für die heutige Folge, bringt uns das nichts mehr? Nee. Also, ich stehe echt komplett fraglos da. Also, ganz tot sind wir anscheinend noch nicht. Wir haben noch 2 Leute. Ja, die beiden haben wir noch, die in Reserve waren, wo wir nicht wissen, wie wir die einsetzen können. Ja, also ich guck mal, ob wir noch genug Geld haben eventuell, weil so wie ich es verstehe, haben wir wieder 41.000, aber das kommt mir so viel vor. Wir schauen mal, würde ich sagen, in der nächsten Folge nach, ob wir da, weil das ist für mich, ich bin gerade nervlich komplett. Ich meine, dass wir verloren haben, okay, kann ich mit leben, weil war auch eine riesen Übermacht und alles ist in Ordnung. Aber dass der dann gestorben ist, nur aufgrund dessen, weil ich nichts machen konnte. Und ich hatte ja vorher auch schon ein, zwei Situationen, wo ich mit der Frau nichts machen konnte. Dass da plötzlich stand keine AP mehr und ich hatte gar nichts gedrückt. Also, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur Bugs sind, ne? Spiel ist gerade frisch draußen und alles. Ist jetzt an sich auch nichts Negatives, nur ich verstehe es, wie gesagt, nicht. Also ich verstehe nicht, warum sowas passiert ist, dass der einfach so. Ich habe auch zwischenzeitlich kurz gedacht, ob das jetzt gehackt worden ist. Nee. Dass da irgendeiner reingekommen ist und dann einfach so mal geklickt hat, so nach dem Motto, die Gameplayerin, die ärgern wir jetzt ein bisschen oder so. Ich habe dann kurzfristig gedacht, vielleicht hast du den ja bewegt. Aber dann hattest du mich gefragt, also hast du den gar nicht bewegt oder was? Und dann habe ich mir gedacht, entweder verarscht er mich jetzt, weil er es selber gemacht hat. Aber es kann ja auch nicht sein, dass du dann meine Leute übernimmst. Ich konnte gar nichts mehr machen. Bei mir standen auch keine mehr drin und nichts. Also ich konnte da nichts mehr machen. Ich habe auch keinen Zug mehr als Auswahl gehabt, da ich das alle 3 tot waren von mir. Es ist wirklich. Wie gesagt, nice. Wir machen erstmal einen kleinen Cut, dann muss ich meine Nerven, glaube ich, erstmal ein bisschen beruhigen und dann sehen wir uns. Warum geht der jetzt da rein? Was soll der Scheiß jetzt wieder? Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.